mein Gott, was euch alles in diesem Video erwartet, ich kann es euch gar nicht sagen. Es wird rumgemacht, Autos wurden zerstört und ganz am Ende werden wir von Affen angegriffen. Also schaut einfach rein. Freunde, wir sind aus dem Urlaub wieder zurück. Wenn ihr das Video von dem Urlaub noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Wir hatten 3 sehr wilde Tage in Österreich. Wir wurden von der Polizei mal wieder angehalten. Dann habe ich noch random ein Fernsehinterview gecrashed. Es sind auf jeden Fall viele kranke Sachen passiert. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr es verpasst habt. Und jetzt sind wir wieder hier. Wir haben den Urlaub wunderschön romantisch ausklingen lassen an einem Lagerfeuer und haben romantische Songs gesungen. Henry Henryson, der Bruder von Jürgen Huhn. Der Henry sagt, in Island wird das auch so gemacht. Henry Henryson, der Bruder von Jürgen Hurensohn. Immer wieder ein schönes Lagerfeuer, weißt du? Und wer auch endlich aus dem Urlaub wieder zurück ist, ist Keanu Noda. Man kann es nicht glauben, wie war gefühlt ein Jahr in Brasilien. Und in dem einen Monat ist viel passiert, weil ihr wisst ja, ich habe Keanu damals mein Auto geschenkt. Und dieses Auto ist irgendwie komplett vergammelt. Wir waren ja damit in der Waschstraße und scheinbar hat sich da etwas entwickelt. Auf jeden Fall ist es komplett verschimmelt. Sagen wir, zeigen Keanu mal, was mit seinem Auto passiert ist. Junge, Keanu, nach 100 Jahren auch mal aus Brasilien wieder zurück. Was hast du gemacht? Gesund habe ich mich. Was ist mit deinem Bart passiert, fragen wir uns alle, Digga. Junge. Ich bin jetzt ein Mann, Digga. Ich bin jetzt ein Mann. Welle. Junge, ich hab, glaube ich, meinen Bart schon seit 100 Jahren wachsen lassen. Ich habe noch nicht so einen sexy Bart wie du. Oder mit 20 kommt er dann irgendwann. Ejo. Junge, ich werde einfach 20, Digga. In 2 Monaten, Junge. Wie komisch. Naja, 6.6., ne? Genau. Er kennt meinen Geburtstag. Leute. Weil du am gleichen Tag Geburtstag hast wie mein Bruder, nur deswegen. Perfekt. Wahre Freunde haben sich ja auch Autos geschenkt, du weißt ja noch. Das gehört ja auch dir, Digga. Ich konnte ihn ja jetzt einen Monat nicht fahren, weil ich da weg war. Ich hab dir da was verschwiegen. Wir sind ja vielleicht mit dem Auto vielleicht ein bisschen in die Waschstraße gefahren. Ja. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen vergessen, danach das Auto wieder zu liften. Ich muss dazu sagen, es hat die ganze geregnet, das heißt, wir konnten nichts machen. Naja, das Auto ist etwas verändert. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen geschimmelt hat in dem Auto, aber nur ganz bisschen. Also, mach dir keinen Stress. Keanu, halt schon mal jetzt in der Luft an. Nee, halt in der Luft, alles gut. Setz dich in dein neues Auto, Mudi. Kein Stress. Boah, Junge, was ist das denn? Da ist einfach ein Urwald drin, Digga. Ich weiß auch nicht. Boah, Digga. Ich spür den Krebs. Naja! Keanu, wirklich viel Spaß mit deinem Auto. Ich bin doch schon ein guter Freund, dass ich das Auto geschenkt habe, oder? Ja, das ist wirklich, also damit hast du mir auch nicht mehr Probleme. Egal, Freunde, ich will. Geh weg, wir gehen. Naja, weißt du, das ist nicht mein Problem. Uff. Und Leute, ihr wisst ja, ich habe diese Brille. Und wir haben einen Freund von uns, dem muss man auch manchmal so ein bisschen helfen, ne? So ein bisschen helfen im Club, ne? Er ist nicht so der Mädelschecker. Deswegen haben wir geschrieben, küss mich. Und naja. Diese Brille bewirkt Wunder. Er hat auf jeden Fall diese Brille gehabt, da stand die ganze Küss mich drauf und es hat blendend geklappt. Zu gut fast schon. Naja, die ersten Versuche waren jetzt nicht so erfolgreich. Die Leute waren eher etwas verwirrt, was das soll. Ah! Es ging sogar so weit, dass er einfach irgendwelche Jungs gefragt hat, ob sie es einfach machen würden. Aber dann auf einmal ging es richtig ab. Gut fast schon. Oder in seinem Mund, da ist neue Corona entstanden, glaube ich. Naja. Leute, wir werden heute zu Johannes Brüdern fahren, meine Freunde. Nein. Geht ab. Wir fahren heute in den Affenpark. Echt? Ja, Mann. Johannes Brüder besuchen. Also, meine Freunde, wir fahren heute in den Affenpark. Es wird mega und die Tür ist nicht auch zu von dir. Eine Chaosgruppe von Vollidioten hier mit dabei. Mega. Das Ding ist, wir haben gehört, dass die Affen einen angreifen und so Sachen klauen. Also halt auf jeden Fall die Kamera gut fest. Deswegen haben wir so zur Bestechung ein paar Bananen mitgenommen. Freunde, das Ding ist, man darf ja keine Bananen reinschmuggeln, aber wir wollen unbedingt den Bananen geben. Deswegen verstecken wir sie im Hey-Hoodie. Wir haben ja auch eine versteckt. Johannes, du steckst sie dann einen in den Arsch. Let's go. Oh, wir haben einen Affen gefunden, Freunde. Was machen wir hier? Bring ihn um, ich bin fast umgebracht, Digga. Abgehoben. Oh Bruder, der da. Jo. Freunde, wir fahren jetzt die Bananenrutsche. Ich glaube, das soll jetzt richtig spaßig sein. Ah, wegen Affen-Bananenrutsche, Digga. Jetzt habe ich's verstanden. Auf die Bananenrutsche. Ah, das ist voll scheiße. Mann, ist das spaßig. Der Spaß des Lebens. Der einzige Grund, warum wir hingegangen sind, ist, weil wir auf TikTok eine Rutsche gesehen haben. Und die sieht irgendwie so richtig geisteskrank aus, obwohl das so eine Kinderrutsche sein soll. Wir wollen jetzt wirklich wissen, ob die so schlimm ist. Hier das TikTok mal. Ja, zweimal. Klack, klack. Wo ist die freche Angie, Alter? Was ist das?
Hey, wie cool, ich will so ein Ding auch haben. Was ist das? Falls ihr es noch nicht wusstet, ich reagiere jeden Mittwoch auf TikToks auf meinem Zweitkanal. Also folgt auf jeden Fall rein. Digga, hier ist ein paar Mitarbeiter oder so, ne? Das kann auch einfach kaputt sein, das Teil, Digga. Mein Gott, sie machen die Tore zu. Ich werde danach sterben, was hast du denn? Okay, let's go. Zweimal, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh mein Gott. Digga, wie komme ich hier raus, wenn Notfall ist? Oh mein Gott, ist das hoch? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will das nicht. Das ist schlimmer als Phantasialand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Das war wie Achterbahn. Was geht nicht? Was denn? Oh mein Gott, ist kaputt. Oh mein Gott, warum geht's da hinten auf einmal auf? Ey, scheiße. Hör auf. Ey, scheiße. Ey, ich hab ja... Not aus, Not aus, Not aus, Not aus. So unlustig. Ich weiß, ob ich dein Handy festhalten kann. Nein, nimm das wirklich. Das war voll eklig, weil ich so gemacht habe. Also die Aufnahmen soll ich nicht reinschneiden, gell? Nein, auf keinen Fall. Gut, das ist gut, dass wir jetzt auf gar keinen Fall die Aufnahmen reinschneiden, wie Zoe das Ding runterfährt. Ja, und dann kam einfach die lustigste Bahn ever. Wir alle wussten, dass es eine Looping-Bahn war, aber irgendwie wussten die Mädels es nicht. Das macht nichts Schlimmes. Wenn du aber so dreht, dann bin ich sauer. Das dreht sie nicht so. Fährt einfach nur gerade, jetzt komm hier. Luna Loop! Luna Loop heißt das! Das geht, das dreht sich über Kopf. Wieso heißt das dann Luna Loop? Es geht komplett über Kopf, Digga. Ich habe versprochen, dass es auf gar keinen Fall über Kopf geht, aber es wird so giga über Kopf gehen. Hey, die Taste! Nein, Digga, ich will die Affen gar nicht mehr sehen, das ist ja die Mega-Attraktion. Allein das hier ist ja schon. Nein! Oh Gott. Ich drück die ganze Zeit die Scheißtaste. Glaub mir, vertrau mir, kein Looping. Ich bin nicht sauer. Da kommt kein Looping, glaub mir, vertrau mir. Und als wir dann noch die letzte komische Bahn ausprobiert haben, war es endlich Zeit für die Affen. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die Kamera nicht verlieren. Also bitte halt die gut fest. Okay, Bruder, das Essen scheiße vorher. Aber Digga. Bruder, was würdest du sagen, wenn ich damit kommen würde, Bruder? Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, Bruder. Was würdest du sagen, wenn ich damit kommen würde, Bruder? Du rufst dann gleich, du Affen. Hey. Doch, die Banane zu zeigen war der größte Fehler. Auf einmal kamen sie aus allen Ecken und griefen uns an. Ja, das ist aggressiv, ne? Das ist aggressiv. Oh, die Banane. Moritz, nimm du mal die Banane. Freundchen, so nicht. Hendo. Hendo. Lass dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt, Digga. Hier, Bruder, nimm Banane und geh weg. Nein, Bruder, das ist meine Banane. Oh. Und dann wollte ich den Stress ein wenig provozieren. Und dann wusste ich, um mich mit ihnen anzufreuen, muss ich einer der Affen werden. Bruder! Die wollen nicht mal die Affen holen. Nicht mal die Affen holen. Nicht mal die Affen. Die Affen wollten uns nicht haben. Ein paar Affen habe ich dann ein bisschen in die Selfies beigebracht. Aber ich wollte ein Mitglied der Affen werden. Und dafür hatte ich eine Idee. Ich habe die beste Idee gerade, Freunde. Ich schleuse einen Fake in die Familie ein. Mal schauen, ob sie ihn aufnehmen. Hallo. Hallo, Leute. Oh, guck mal. Oh nein, du Armer, sie hassen dich alle. Mach dir nichts raus, Digga. Du wirst bestimmt noch von den Affenfamilien aufgenommen. Doch dann, mit der Motivation von ein paar Bananen, haben wir es geschafft. Er hat endlich seine Eltern wiedergefunden. Denkt ihr eigentlich, dass wir gerade von einem Affen angegriffen wurden und die Kamera jetzt einfach kaputt ist, Digga? Er wollte einen Vlog machen, Digga. Dann. Er wollte einen Vlog machen. Müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die Kamera nicht verlieren. Also bitte halt die gut fest. Die Sommerzeit ist mir zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, denn wir sind so high. Willkommen in der Mobilbox von 06773. Ich dachte, was ist das alles für Weirdos hier, Digga? Wir schauen schon alle. Niemand schaut. Niemand hat geschaut. Ich hab gesagt, es ist alles in den Sitz gefallen, oder? 5 Euro sind jetzt da reingefallen gerade.